Jo, meine Freunde, was geht ab zu einem neuen Recap hier auf diesem Kanal? Ich freue mich extrem, dass ihr dabei seid. Und ja, was soll ich sagen? Wir müssen ein bisschen über das Rennen von gestern reden. Ja, was war das für ein Rennen? Wir beginnen, ich würde mal sagen, direkt, wie eigentlich immer beim Start, vor Runde 1. Es ging schon heiß her, das Qualifying mega spannend. Und ja, man dachte gar nicht, dass Mercedes so knapp wieder an Red Bull drankommt. Für mich aktuell Red Bull die Favoriten schlechthin. Sie sind auf der Geraden verdammt schnell. Und deswegen glaube ich auch, dass die gute Favoriten für das kommende Wochenende auch für Österreich sind. Aber fangen wir mal beim Start an. Verstappen, Hamilton kommen beide eigentlich gleich gut weg, muss man sagen. Nur ja, dann kam ein bisschen Rückenwind angeblich. Kann ich nicht irgendwie bestätigen oder leugnen oder irgendwas. Es kam Rückenwind angeblich, 20 km/h gab es. Und ja, Verstappen hat die Vorderachse verloren. Musste da raus. Da kam schon mal für mich die erste Diskussion. Man muss raus, und wenn man rausfährt, muss man an den gelben Pylonen vorbei und dann muss man sich wieder einreihen. Mein Ding ist halt, warum gab es für das keine Strafe? Ich meine, es war Strafe genug, dass er die Position gegen Hamilton verloren hat, aber wenn er das fahren hätte müssen, so wie jeder, auch wie Norris dann ein, zwei Runden später, dann wäre er wahrscheinlich nicht auf den zweiten Platz rausgekommen. Und ist er unsafe auf die Strecke zurückgekommen? Nein, das ist er natürlich nicht. Aber das ist für mich unschlüssig, warum das für manche gilt und warum dann in der ersten Kurve dann die Track Limits nicht gelten, obwohl es ja eigentlich genau die gleiche Situation gewesen wäre. Aber da könnt ihr gerne diskutieren. Schreibt unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Ja, dahinter hat sich so gut wie nichts verändert. Ich glaube, Alonso hat 2 überholt. Die Ferrari mega schlecht. Die haben da auch richtig an Boden verloren. Aber nicht das meiste hat sich getan. Ja, Runde 2 hat schon früh begonnen. Auch Hamilton hat gesagt, check my left und so weiter. Viele Reifenprobleme, wirklich, man hat es gesehen, auch die teilweise mit Weiß gestartet sind, haben gesagt, ist klar, die mit Weiß, dass die sowieso am Anfang keinen Grip hatten, aber auch die mit Gelb gestartet sind, die haben alle gesagt, irgendwie, die Reifen, das hält nicht so lang, als es vorprophezeit war, und ja, so kam es dann noch im Kampf, und dann kam, ja, Runde 5. Time to shine. Ja, leider enttäuschend ein bisschen von Schumacher, der sich auf 15 qualifiziert hat, war in der 5. Runde schon letzter, aber ich wusste nicht, hat er eine Strafe bekommen, das weiß ich nicht genau. Im Kampf um den vorletzten Platz ging es zwischen den beiden Haas wieder richtig heiß her. Mazepin quetscht sich in Kurve 3 an Schumacher vorbei und ja, hat ihn sogar gezwungen, dass er den Notausgang fahren muss. Ob das sein muss, jein, aber was soll Schumacher auch sagen? Ich meine, das halbe Team, oder ja, keine Ahnung, so gut wie das ganze Team gehört seinem Vater. Ich meine, wenn er sich aufregt, da wird er nicht auf Land treffen. Uns ein bisschen in Trouble, muss man sagen. Zuerst kam Ricciardo vorbei und in Kurve 10 quetschte sich dann auch noch Norris vorbei. Die Orange nennt gestern im Formationsflug, das werden wir auch noch öfters hören. Ja, und dann ging es Runde 15, all eyes on Charles Leclerc, weil der so ein bisschen der Vorreiter war für alle, die gucken wollten, wie schnell die Weißen im Gegensatz zu den langsameren alten Gelben sind. Und da hätte Mercedes im Rückblick schon mal erkennen können, wie es eigentlich abging. Also, Runde 18, es wurde spannend. Bottas ging als erster von der Spitzengruppe in die Box rein und probierte einen Undercut gegen Max Verstappen. Angesichts dessen, musste natürlich auch in Runde 20 Verstappen reagieren. Blödsinn, in Runde 19 Verstappen reagieren, ist auch reingekommen und hat sich natürlich auch was geholt. Bottas ist dahinter geblieben. Bei ihm hat der Undercut nicht funktioniert, aber warum sage ich das? Weil Hamilton circa 3 Sekunden vor Verstappen war, der auch eine Runde später in Runde 20 in die Box kam. Und siehe da, Verstappen kam knapp aber doch vor Hamilton raus. Also der Undercut hat dann doch in dem Fall funktioniert, aber bei Bottas gegen Verstappen nicht. Das wundert mich ein bisschen. Ich war auch ein bisschen perplex. Ich meine, ich dachte 3 Sekunden, da kommt Hamilton locker vorher raus. Nein, ist nicht so. Es war auch ein gutes Stanze, ich glaube 2,2 Sekunden. Also der Red Bull in einer Runde über 3 Sekunden schneller gefahren, und das ist halt die Macht des Undercuts. Runde 28.
durch das extrem schnelle Tempo kam dann auch langsam, also überhaupt der Top 3, kam schon langsam so ein bisschen der Gedanke, dass das wahrscheinlich knapp werden wird mit der Einstopp-Strategie und auch Hamilton und auch Bottas sowieso, aber da werden wir später noch dazu kommen, haben gesagt, das wird sich nicht ausgehen, wenn wir das Tempo weiterfahren. Und ja, so kam es dann auch. Aber zuerst noch im Mittelfeld, richtig harte Fights, Ricardo auch an Leclerc vorbei und ja, ein paar Kurven später natürlich dann auch sein treuer Verfolger Norris auch an Leclerc vorbei. Die Ferrari dieses Wochenende desaströs, ihr tiefster Punkt und ich glaube, die Pace haben sie einfach immer noch nicht. Und ja, Runde 33, wie gesagt, jeder hat so gesagt, so werden wir nicht durchkommen. Und so kam es dann auch, indem sich dann Max Verstappen Runde 33 einfach entschieden hat, nochmal in die Box zu kommen, gelb zu holen und kam dann aus vierten Platz hinter Perez raus. Der musste ihn natürlich vorbeilassen, war ja auch klar, es ging um die Championship im fünften Rennen. Ja, kann man auf jeden Fall kritisieren, aber es war ein 1A Move, den keiner so erwartet hätte und den man eigentlich von Mercedes erwarten hätte sollen, aber sie hatten so ein bisschen die Angst, weil Perez ein bisschen länger gefahren ist und die glaubten dann halt wahrscheinlich, dass sie hinter Perez rauskommen und dann einfach hinter Perez festhingen. Bei Verstappen war es natürlich so, dass der einfach, ja, natürlich ihn vorbeilassen musste. Dann 38. Nach unfassbaren 38 Runden kam Sebastian Vettel dann in die Box, er hat natürlich mit Gelb gestartet und ja, kam auch auf einen komfortablen 10. Platz raus, also sogar in den Punkten, mega gutes Rennen wieder von ihm, also an sich, anfangs der Season hatte ich gedacht, Vettel kann aufhören, jetzt denke ich mir nur mal, ja, kann nur noch besser werden, also ich glaube, wenn der Aston Martin ein bisschen stärker wäre, dann könnte das echt noch gut aussehen. Also, ja, dann wurde es nicht mehr ganz so interessant. Natürlich hinten, vorne kam so ein bisschen der letzte Showdown, also ein bisschen nervenaufreibend. Verstappen ist dann teilweise 2 Sekunden schneller gefahren als die anderen. Und dann, ja, kam es auch Runde 44 endlich dazu, dass Bottas mit mega stumpfen Waffen, ich meine, die Reifen waren uralt, 20 Runden oder so, 24 Runden, ich glaube, Runde 20 war drin, 24 Runden alten Reifen, der ist da hin und her gerutscht, Verstappen natürlich mit DRS, einfach in der Schikane, er hat sich da leicht verbremst in Kurve 8, glaube ich, Kurve 8, 9, hat er sich leicht verbremst und natürlich Verstappen mit dem schon abgelutschten, aber doch viel frischeren Medium-Reifen hat ihn da einfach beim Rausbeschleunigen überholt. Bottas daraufhin so noch nie erlebt, wirklich. Der war richtig, richtig sauer. Ging es so ein bisschen in den Endfight. Vettel war auch richtig gut drauf. 46. Runde hatte dann einfach nochmal Sainz, den Ferrari, kassiert und ja, den aus den Punkten rausgeworfen. Also der Sainz wurde dann noch ein bisschen, ja, durchgereicht. Das Ding ist halt, ich frage mich echt, Ferrari mit 0 Punkten an diesem Wochenende, das ist nicht gut, aber ja, Vettel hat einfach den Move gemacht, gelbe Reifen natürlich ein bisschen schneller und natürlich auch mega frisch und das war auch eine gute Strategie, ewig mit den Weißen zu fahren und dann reinzukommen. Und dann, ja, dann kam so ein bisschen der Gnadenschlag, Runde 49, Perez, oder ich will nicht sagen der Gnaden, doch so ein bisschen das Endgame, Perez dann auch noch am Bottas vorbei und dann sind alle Emotionen gefallen, der hat beim Boxenstopp mal rausgeschrien, wie konnte das machen, ich habe von Anfang an gesagt, es ist ein Zwei-Stop-Rennen und ich kann Bottas einfach zu 100% verstehen, weil dass sie einfach immer über seine Meinung gehen. Ich meine, wenn der einen Zwei-Stop-Rennen will, dann will er einen Zwei-Stop-Rennen und dann sie einfach sich widersetzen und einfach macht das, was wir sagen und so weiter. Und ich kann Bottas auf jeden Fall verstehen und auch dann tut er so, ja, endlich ist mal aus sich rausgekommen. Ihr habt ihn sein Rennen zerstört, versteht ihr? Ich meine, der hatte sogar teilweise Chancen zum Win. Der war mit den Top 3 zusammen. Die ersten Runden nach dem Box hätte er locker Hamilton überholen können. Und vielleicht hätte er sogar mehr Druck auf Verstappen ausüben können wie Hamilton. Aber ja, was soll man sagen? Das ist halt leider die Mercedes-Logik. Und dann Runde 52 kam, was man sich leider erwartet hat. Verstappens Reifen sind zwar eingegangen,
Also sind zwar auch schon komplett down gewesen, aber waren natürlich immer noch besser wie die 30 Runden alten Reifen von Hamilton. Und dann war es easy going. Der ist dann ganz knapp in der vorletzten Runde an Hamilton vorbeigegangen, hat sich den Win geholt. Man muss sagen, Red Bull einfach mit einer großartigen Strategie. Letzte Runde, das war's dann auch. Ja, Mercedes einfach mit dem Strategie-Fail des Jahres. Man hätte einfach auf Zwei-Stop gehen müssen. Und das, glaube ich, war auch die Message von Bottas. Was ist eure Meinung? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir gucken uns hier nochmal das Final-Klassement an. Mazepin dann doch schlussendlich hinter Schumacher rausgekommen. Hat sich das Überholmanöver nicht ausgezahlt. Alonso vor Vettel. Allein wenn man da hinten guckt, Alonso, Vettel. So schade. Für mich eindeutig Drive of the Day war Norris. Ich meine, der ist, glaube ich, von 9 oder so gestartet, auf 5 vorgefahren mit so einer brachialen Leistung. Auch Perez mega gut. Wer wird Drive of the Day? Verstappen, der mal zu blöd war in der ersten Kurve, die Kurve zu fahren. Und ich will jetzt nicht sagen, reite nicht auf ihn herum oder so. Ich meine, er war schuld, dass er da die Position verloren hat und dann ihn so feiern. Also das kann ich nicht verstehen, warum der Drive of the Day wird. Aber ja, so wurde es dann mal. Norris und Ricciardo. Ja, Ricciardo musste dann auch zum Schluss noch Norris den Platz zurückgeben, den sie durch den Boxen-Fail irgendwie durcheinander gebracht haben. Ich weiß nicht genau, das habe ich nicht mitbekommen, dass der ihn da vorbeigelassen hat. Aber alles in allem auch Tsunoda finde ich ein bisschen enttäuschend und Russell, das war wieder ein gutes Bewerbungsschreiben für Mercedes. Aber auch Bottas dieses Wochenende einfach chancenlos. Also mit der Strategie, ich finde auf jeden Fall, Bottas hat Potenzial und der hat richtig gezeigt, dass er noch will, dass er unbedingt dort bleiben will bei Mercedes, aber mit diesen stumpfen Waffen konnte er einfach nicht kämpfen. Ich meine, die Reifen waren down. Und ja, dann war auch noch eine Diskussion, dass Perez eine Strafe hätte bekommen sollen, weil er da beim Überholen ein bisschen zu weit rausgekommen ist, hat sich auch als nichts rausgestellt. Und das war auch der einzige Grund, warum sie Bottas nicht reingeholt haben, dass er nochmal auf Rot geht oder so und nochmal die schnellste Rennrunde fährt. Das, ja, war auch ein bisschen unnötig. Auch da sieht man halt den Unterschied der Qualität. Die beiden Mercedes, die beiden Red Bull ganz vorne und dann eine Minute, also 50 Sekunden nichts. Und dann kam erst der Rest. Ferrari mega enttäuschend, Leclerc nur 16. Stroll ganz knapp aus den Punkten, Sainz ganz knapp aus den Punkten und beide Aston Martins in den Punkten. Was ist eure Meinung zum Rennen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert den Channel gerne. Morgen sollte endlich mal wieder eine Reaction kommen. Und auch wahrscheinlich Formel 2 auch mal wieder. Ich freue mich extrem, dass wir back sind und abonniert den Channel gerne. Bis zum nächsten Mal und am Wochenende geht's weiter. Schaut doch gerne auf TikTok vorbei. Da könnt ihr abstimmen, mit welchem Team wir die Hotlap fahren sollen. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao. We'll be right back.